Wie verhält sich ein Trainer, dessen wichtigster Spieler zum direkten Ligakonkurrenten wechselt und das unmittelbar vor dem Spiel des Jahres bekannt wird? Jürgen Klopp entscheidet sich dafür, betont locker und gelassen zu reagieren. Natürlich ist es extrem schmerzhaft, aber zu akzeptieren. Nur der Zeitpunkt ist äußerst ärgerlich. Ja, ich glaube, es hätte noch einen ungünstigeren gegeben, so 4 Stunden vorm Spiel. Aber auf einer Skala von 1 bis 10 ist er bei der 9 angekommen, ist jetzt nicht wahnsinnig cool. Ein Störfeuer ist die Meldung aber nicht. Nicht für Jürgen Klopp, ganz im Gegenteil. Wer auch immer wollte, dass wir gestört werden in der Vorbereitung auf dieses Spiel, keinen Erfolg haben wird. Das ist was für mich, ohne dass ich mit der Mannschaft jetzt gesprochen habe, nicht mit allen zumindest, völlig klar ist, das ist eine ganz klare Jetzt-erst-Recht-Situation und nichts anderes. Und darum werden wir uns kümmern. Und am Ende, wenn man, wie gesagt, mit Dingen im Leben richtig umgeht, kann man aus allem auch Kraft ziehen. Der FC Bayern hat in einer Pressemitteilung betont, dass sie sich bisher noch nicht wegen Götze beim BVB gemeldet haben, um die Dortmunder nicht in ihrer Spielvorbereitung zu stören. Ich glaube das sogar. Yo creo que es así. Weil Bayern München kein Interesse daran hat, heute, also so weit geht die Rivalität da nicht, dass sie ein Interesse daran haben, uns heute ein Einsnest zu legen. Mario Götze hat kein Interesse daran, die Berater von Mario Götze haben kein Interesse daran. Da bleiben ja nicht mehr viele übrig. Irgendwoher muss die Information gekommen sein. Das bleibt also vorerst offen. Mario Götze hat sich für Klopp in jeder Hinsicht korrekt verhalten und weder gegen seine Mitspieler noch den Verein gestellt. Deswegen appelliert Dortmunds Trainer an die schwarz-gelbe Seele. Noch einmal, lasst uns morgen einen ganz speziellen Abend rausmachen. Einen ganz besonderen Abend, einen absoluten BVB-Abend. Alles, was euch so an negativen Gedanken belastet, zu Hause lassen, kommen, Vollgas geben und ja, gegen Real Madrid gewinnen. Bis dahin, ciao.